Ja, hallo Leute, hier ist der Christian. Ich will euch heute mal zeigen, wie man aus Mirabellen Maische macht und danach natürlich Schnaps. Aber heute zeige ich euch mal, wie wir Maische machen. Wir legen mal los. Wir haben hier den Topf mit frischen Mirabellen. Und die müssen wir jetzt erstmal stampfen. Ne? Also machen wir die mal ganz klein. Ich nehme die immer ungewaschen. Man liest immer oft, dass man die alle waschen soll. Ich habe ja auch so noch ein bisschen Gras drin oder so vom Sammeln. Muss man jetzt mal ein bisschen rausfischen. Aber das braucht man auch nicht übertreiben. Ich meine, ist halt Gras, ne? Ist sauber. Ist nicht irgendwie schmutzig. Wenn man die wäscht, dann haben die oder verlieren die Möglichkeit zu gären. Ich tue nämlich keine Hefe rein. Viele Leute tun Hefe reinmachen, Turbohefe oder ähnliches. Ich mache das gar nicht. Ich lasse nur die Frucht gären, vergären und tue dann auch Zucker dazufügen. Das mache ich schon. Es gibt natürlich auch zum Beispiel, sagen wir mal, Pflaumen, die super süß sind, oder Birnen. Die kann man auch ganz ohne Zucker machen. Also nur das Material, nur das Obst, plus Wasser halt natürlich. Was ich jetzt hiermit mache, ist, ich stampf die, egal was ihr für eine Frucht nehmt, könnt ihr das machen. Ihr könnt auch mit anderen Früchten, egal was euch, was es gibt. Ne? Äpfel müsst ihr natürlich dann zum Beispiel klein schreddern oder klein schneiden, klein wie es geht. Es muss immer halt irgendeinen Brei ergeben. Ein Brei oder eine... Saft kann man natürlich auch nehmen. Klar, Saft kann man auch nehmen. Auf jeden Fall, die Steine lasse ich hier auch drin. Ich mache das hier mit der Methode, die ich hier von der Nachbarschaft gelernt habe. Die machen das auch immer so. Und wir hatten da auch jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Irgendein Obst, Steinobst, Pflaumen, Mirabellen, Birnen kann man nehmen. Habe ich auch schon gemacht. Blaubeeren habe ich auch schon gemacht mit Blaubeeren. Allerdings Blaubeeren, die sind nicht so süß. Da muss man ziemlich viel nachsüßen. Aber der Geschmack ist auch super. Also ist wirklich lecker. Man versucht, oder ich versuche zumindest immer bei der Schnapsherstellung, wenn ich das dann selber brenne, dass im Destillat möglichst viel Geschmack reinkommt. Man kann natürlich auch Schnaps herstellen nur mit Zucker, indem man dann einfach mit Hefe den Zucker in Alkohol umwandelt. Aber das finde ich halt nicht interessant. Ich mache mir auch lieber, also vom Ergebnis her ist natürlich hier nicht so viel Alkohol drin. Das ist mir aber egal. Für mich ist wichtig der Geschmack, wie das Endprodukt nachher schmeckt. Und das ist für mich halt das Haupterfordernis. Ich hätte jetzt euch auch zeigen können, ja, hier super, alles sauber gemacht vorher, keine Fehlstellen drin. Aber ich mache das so, ich habe nicht so viel Zeit. Man hat ja hier viel Arbeit auf dem Land. Deshalb einfach pflücken, in den Topf rein, Fehler aussortieren, Gras ein bisschen raussortieren, was man so findet. Und wenn da mal ein Stück Gras drin ist, ist das auch egal. Ja nicht dreckig. So, wenn man das dann gut durchgematscht hat, mache ich auf die Menge, also ich habe jetzt hier einen Eimer Mirabellen drin, das sind ungefähr so 10-12 Liter Mirabellen, dann mache ich 6 Liter Zucker dazu. Ich habe jetzt hier ein halbes Liter Glas Zucker. Das mache ich dann immer ganz voll. So, kommt das dazu. So, 1 Liter. 2 Liter. Und jetzt mische ich wieder. Dann kriege ich die Mirabellen noch schön zermatscht da mit dem Zucker. Natürlich mischt sich das auch schön unter. Steine lasse ich drin. Ich weiß nicht, ich habe auch gehört oder gelesen, ja, muss man unbedingt raus machen.
Aber ich habe damit jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ihr könnt mir ja mal in eure Kommentare reinschreiben, was ihr macht. Ob ihr die vorher entsteint, warum das auch wichtig ist, würde mich mal interessieren. Also ich habe jetzt nicht große schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber es kann natürlich falsch sein. Ich weiß es nicht. Schreibt einfach mal in eure Kommentare rein, wie ihr das macht. Ich fülle jetzt mal nochmal 2 Liter rein. Ui, das war jetzt ein Versehen. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht nehmen. Okay. Ja, das muss ich jetzt mal eben auswaschen. Einen Moment. So, jetzt sind wir wieder da. Also, 3, 3,5 und 4. Jetzt gehen wir weiter. Wieder ein bisschen rummatschen. Ja, ich weiß nicht, man. Vielleicht mache ich das nicht so ganz nach Rezept, aber ich denke, dass das Ergebnis ganz gut wird. Das ist ja schon oft ausprobiert. So, jetzt machen wir nochmal was dabei. 4,5, 5 und 6. Und dann machen wir nochmal halben dabei. Schadet nicht. Also Zucker ist sowieso, könnt ihr auch noch mehr reinfüllen, aber ich lasse das jetzt mal. Ich habe einen 20 Liter Brenntopf und wenn ihr jetzt 40 Liter habt, müsst ihr die Menge natürlich dementsprechend anpassen. Also auf 20 Liter Maische, die es dann ergeben soll, mache ich eigentlich immer so 6 Liter oder 6 Kilogramm, 7 Kilogramm Zucker. Je nachdem, ob die Früchte süß sind. Wenn sie jetzt nicht süß sind oder nicht so süß, dann muss man halt mehr Zucker reintun. Aber die hier sind sehr, sehr süß und riechen auch schon sehr gut. So. Jetzt haben wir das gut eingematscht. Ist auch nicht jedes Bruchteil zermatschen, nur dass es halt gut angematscht ist und eine schönen Brei ergibt. Riecht auch sehr gut. So, das nehmen wir hier raus. Jetzt kommt Wasser dazu. Und ja, ich fülle das jetzt hier nach Augen. Das weiß ich, dass es also bis hierhin aufgefüllt wird. Es werden so ein Eimer Wasser sein ungefähr. Ihr müsst halt immer so damit auskommen, dass ihr dann auf die 20 Liter kommt oder auf das, was ihr für Maische braucht. Ne? Einfach mit Wasser ein bisschen auffüllen. Ja, und das war es auch schon. Dann kommt ein Deckel drauf und warten. Ich weiß, dass auch viele das machen mit einem, mit so einem eine Gärvorrichtung. Ich mache das gar nicht. Ich stelle das am warmen Ort mit dem Deckel drauf und dann lasse ich das so gären. Der Raum sollte winddicht sein, dass das warm ist und so um die 20 Grad haben, vielleicht ein bisschen wärmer. Dann fängt das, dann ist die Gärung halt sehr, sehr gut. Ne? Okay, ja, dann fülle ich jetzt mal Wasser rein. So, ich fülle das jetzt mit Wasser auf. Ich habe da hier meinen Schlauch liegen. Kann ich die Seiten noch ein bisschen sauber machen? So, zack. Wasser rein. So, dann kann man noch mal umrühren. Schön, dass der Zucker sich auch vermischt. Und dann ist die Maische im Prinzip fertig. Kommt ein Deckel drauf und dann wird das ruhen gelassen. Wichtig am warmen Ort, ne? Habe ich schon gesagt. Ja,
Jetzt habe ich die Meichel fertig. Lass ein bisschen das warten und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Prinzip ist immer dasselbe beim Einmeischen. Wenn ihr Lust habt und das schneller gehen soll, dann könnt ihr noch Turbohefe reintun oder auch normale Hefe. Allerdings mache ich das alles ohne Hefe, damit der Geschmack halt besser in den Alkohol reingeht oder in den Schnaps, in das Destillat. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.